Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 auf der LPG Schwarzen Pumpe zusammen mit dem McManus und dem Tom das Landei. Hallo. Hallo. So, ich will jetzt Feld ernten. Und zwar Feld 9. Dann gehen wir doch mal. Es ist interessant, dass am Drescher Schneidwerkswagen ist, aber kein Schneidwerk. Was war auf Feld 9 drauf? Brocken. Also stinknormales Schneidwerk. So. Leute, wir tun vorproduzieren, weil ich am Urlaub bin, das ist das Problem. Das heißt, wir müssen eine Woche überspringen. Das ist jetzt schon die 6. Folge, die wir hier am Stück aufnehmen. Und da wir ja immer schön ehrlich sind, ne, und wir nicht um heiße Brei reden brauchen, kann es natürlich sein, dass es ja nicht mehr ganz so locker fluffig hier von der Hüfte geht. Sondern halt schon etwas, sind ja auch alle kaputt und jeder war arbeiten, jeder hat einen anstrengenden Tag hinter sich. War mega warm heute. Ja, und dann 6 oder 7 Folgen hier am Stück ist halt auch eine ganz schöne Hausnummer. Mal machen wir immer 4. So einfach mal als Info. Ne? Gell, Frisi? Ja, ne? Gell? Tschüss. Und Tom? Ich lebe noch. Ja. Tom ist hochmotiviert, wie eh und je. Ach, mein Wecker hat 3:45 geklingelt. Ja, da kann ich mitreden. 3:45, nicht 4:15. 3:46, warte mal, 3:46, was ist denn das? 3:46? Weiß gar nicht. Bitte, ist es da für Sie? Keine Ahnung. Ah, echt jetzt? Ich glaube 7:45. 7:45, da hat ja ganz hat ja wirklich gar nichts damit zu tun. Okay, 5:45 Uhr. Jetzt der zweite Versuch. 5:45 Uhr, Grüßi. Klingelt der Wecker immer so früh, Tom? Ja. Meiner auch. Warum lachst du? Meiner klingelt um. Ja gut, diese Woche klingelt der um 8:20 Uhr. Ich glaub's nicht. Ey, ich glaub's nicht. 8 Uhr, Alter. Wann klingelt der nochmal? Klingelt der immer 8:20 Uhr? Ne, nächste Woche klingelt er 7:20 Uhr. Also 7:20 Uhr ist das früheste, wo du aufstehst? Ja. Da bin ich schon am Arbeiten, ne? Ja. 7:20 Uhr stehe ich auf, dann gehe ich pinkeln, putze mir die Zähne, ziehe mich an. War auch eine? Ey. Dann esse ich erst was, dann rauche ich eine, aber dann geht's auch zur Arbeit. Der Arbeitskollege, der hat 3 Kippen geraucht, bis er auf Arbeit ist. Nee, nee. 3 oder 4 Kippen und hat Kaffee getrunken und das ist übelst. Was also, auch gar nicht geht, ist, es gibt welche, die setzen sich früh vom Fernseher. Ne? Leute, schreibt auch ihr mal in die Kommentare, wie eure so Gewohnheiten früh sind, wie ihr so euren Ablauf früh habt. Aber. Ey, ohne Scheiß, ne? Früh aufstehen, Kippe. Dann Kaffee, Kippe. Dann vom Fernsehen, Kippe. Also das ist doch, das geht doch gar nicht, oder? Also morgens vom Fernsehen könnte ich mich gar nicht setzen, da habe ich gar keinen Bock zu. Würde ich direkt wegpennen. Wäre ich direkt eingeschlafen. Meine zweite Zigarette rauche ich dann in der Frühstückspause. Ich esse dann noch ein Brot und so, quatsche noch eben was mit dem Kollegen, der mit dieselbe Schicht dann hat. Und dann gehen wir noch in den Raucherabteil ein Rauchen und dann ist... Die nächste dann erst wieder eine Mittagspause. Nee, das. Also ich habe ja früher auch mal geraucht, da gab es auch solche Raucherräume. Also das war. Das ist heute, kann ich ja gar nicht mehr dran denken. Das da drin, ey, du hast nichts mehr gesehen. Ja, wenn unser Chef reinkommt. Wenn unser Chef reinkommt, der sagt immer, was habt ihr denn für eine Räucherkammer, ey, mein Gott. Der raucht auch nicht. Und wenn der die Tür aufmacht, der geht auch nicht in den Raum rein. Der bleibt vorne anstehen, weißt du. Und quatscht eben, ihr müsst gleich das und das machen, Alter. Der betritt den Raum nicht. Ja, das ist auch als Nichtraucher ist das schon ganz schön stinky.
Aber naja, so ist es halt. Ich finde es aber auf einer Seite gut, dass es zumindest so krass geworden ist, mit denen, dass du in den Gaststätten und überall halt, dass du da nicht mehr rauchst. Ah, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen diskriminierend, aber okay. Alles klar. Wen denn gegenüber? Was? Wen denn gegenüber? Mit den Rauchern. Ah, okay. Nur weil jemand ein Laster hat oder sich gerne mal ein Kippchen raucht, kann man den ja nicht nach draußen verbannen. Da wäre dasselbe in Grün, als wenn du zum Dicken gehst und sagst, wenn du hier einen Burger isst, musst du draußen essen. Naja. Problem ist das Gesundheitsschädigen. Und darum, da ist wieder das Problem, dass du als Passivraucher, das ist auch gesundheitsschädigend. Hat sich Jahre gerade interessiert, ey. Ja, richtig, aber naja, es ist halt. Also ich finde es so einfach besser. Es ist beim Essen und so weiter, du sitzt halt da. Es ist viel angenehmer, wenn da in so einer verräucherten Bude ist. Ja. Vor allen Dingen, was mich halt immer gestört hat, du konntest ja, wenn du abends heimkommst, das ist ja heute noch so, bei den Diskotheken oder so, darf ja teilweise noch, wird ja geraucht. Und deine Klamotten, wenn du da früh dran riechst. Alter, die Klamotten stinken, das ist jenseits von Gut und Böse. Das ist richtig, ja. Das stimmt wohl, ja. Das ist echt krass. Aber das ist doch auch nur seitdem es diese Ökos und Hippies, dass die da aber zu sagen haben in der Politik. Nee, das kann ja, mit dem Rauch ist jetzt echt schon ewig so. Das ist schon echt lange. So. Ach ja. Die Ernte hier, die gute Ernte wird jetzt eingefahren. Wir brauchen echt Weizen, ey. Das haben wir total verpeilt, dass wir kein Weizen am Start haben. So. Hast du zum Abdanken nein. Was dort stehen? Nein, 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 nein. So. Bringst du mir was? Ja, bin schon dabei. Das ist cool. So. Also die mega geile Ausbeute haben wir aus den Sonnenblumen mal gar nicht, ne? Nee, wenn das nur ein ungedüngtes Feld ist, dann fehlt da schon ein bisschen Ertrag. Ja, reichlich. Das ist ja Wahnsinn, wie lange Füße braucht, bis er einmal voll ist. Boah, geht am Wochenende eigentlich schneller. Ja. Wollte auch mal so einen Flachwitz raushauen, Mann. Schön. Schön gemacht. Oh, da kommt der Terminator. So, Tom. Kannst ruhig näher kommen, ich weiß nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr geil. Wollten wir eigentlich mal noch fahren? Wir wollten eigentlich immer, ach ja, die sind doch 5000, ey. Den Fanfavorit, ey, den sollten wir uns auch überlegen. Ich glaube, der ist auch gut. Sehe ich in diesem so. Projekt einen Fan, bin ich weg hier, ja. Echt? Ja.
Haben wir noch Kredit bei der Bank? Also einen Fan-Favorit 800, den habe ich eben für unseren Server fertig gemacht. Guck mal in den Shop hier, wir haben einen drauf. Ja. Vielleicht ist das der? Oder? Ja. Ich glaube auch du hattest meinen hochgeladen, ich bin mir nicht sicher. Wäre möglich, ja. Weißt du, was mein Problem ist zurzeit? Ich sitze ja am Dachgeschoss. Ist ja echt warm, ne? Hm? So. Und dann hast du ja das Fenster abends auf, ne? So, angekippt. Und dann habe ich aber, muss ich ja immer, die Beleuchtung habe ich ja hier immer an, logischerweise. Auch wegen Greenscreen und alles und... Das Problem ist, ich habe dann immer das ganze Viehzeug hier abends drin, ne? Ist echt so nervig. Ich komme schon wieder auf den Winter. Fenster zu, Heizung auf. Das ist die geilste Zeit zum Aufnehmen. Oder? Hast du dir keine Fenstergitter, ja, Gagegitter vor dem Fenster gemacht? Nee, er ist ein Dachfenster. Das geht schlecht, ne? Ach so. Zum Kippen, weißt du? Wer fährt denn da gerade meinen Wagen weg? Ich wollte den noch ein Stück ranfahren bei dir. Kann ich noch eine Runde nehmen, ne? So, auf dem Feld. Relativ kleine Felder haben wir, ne? Relativ, haben wir auch ein paar große. Ja, bald kommt die neue Map. Meine lieben Freunde, könnt ihr euch auch schon mal warm anziehen. Hier die Stappenbach, die kommt bald. Darf ich das sagen? Ach ja, glaube ich schon. Die könnt ihr exklusiv quasi bei uns als allererste sehen. Eine Woche bis zwei Wochen dürfen wir nur Video spielen. Wird interessante Map werden, bin ich echt gespannt. Denn es ist eine ganz normale Map. Also komplett selber gemoddet. Wird auf jeden Fall interessant werden. Und das Krasse ist, die hat 184 Felder. Also ich bin wirklich extrem gespannt auf die Map, wie sie aussieht. Ja, die ganze kommt von Kevin, der auch das Farming-Tablet macht und so weiter. Und ja, der gibt uns halt so ein bisschen... wie es jetzt bei der Dings war hier, bei der... Oh, wie heißt die Map hier? Die Map, wie sie? Wo rennen die, Bourgeoisie, genau, ja, Bourgeoisie, genau, so können wir die halt eben jetzt zeigen, aktuell, exklusiv, im Sinne. Was echt cool ist, also, so, Bourgeoisie ist ja auch ziemlich umfangreich, ne? Das glaube ich, ja, jetzt zum Aufnahmetag, heute in eine neue Version rausgekommen. Keine Ahnung. Ich kann dir nicht mehr sagen, was für Produktionszweige auf der Map gibt, weil ich sie mir noch gar nicht angeschaut habe. Ich auch nicht, ich weiß bloß, dass Tiger und Mike die bei uns spielen. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe sie mir eben noch gar nicht angeschaut, weil... ich war ein bisschen enttäuscht, sagen wir es mal so. Enttäuscht? Warum? Weil ich eigentlich mit dem FSM-Team immer in guten Kontakt war. Die uns gut verstanden haben, die sogar livestream-technisch mit dem Atabago da sogar im Livestream auch sogar was gemacht hatte und mit Scheffel halt. Und dann auf einmal die neue Map da war und der darf die exklusiv zeigen und ja, da war ich einfach enttäuscht, dass sie mich nicht gefragt haben, muss ich ehrlich zugeben. Ja, da habe ich so gedacht, ja, okay, dann ist halt so. Ich hätte es ja auch gern gezeigt, davon abgesehen, also, aber, so, haben halt irgendwelche Leute rausgesucht und wir durften ja damals die Dings, die, Easy? Hackendorf, die durften wir ja damals exklusiv zeigen und so weiter, aber nichtsdestotrotz,
bin ich davon ausgegangen, dass dann da auch wieder was kommt. Aber ist halt so. Wenn es nicht ist, ist auch okay. Bin deswegen nicht böse oder so. Wie gesagt, war nur ein bisschen enttäuschend und schade eben. Ach so. Warum? Ja, keine Ahnung, mir ist Spaß egal. Ja, du. Da ist es egal, du hast ja noch nie exklusiv in der Map. Oder? Nö. Ja. Geht ja nicht darum wegen der Map und zeigen und exklusiv oder hin oder her oder wer zeigt sie zuerst. Das ist ja alles Quark, das ist mir scheißegal. Es gibt Leute, die haben mehr Zeiten, die haben halt einfach, die können halt einfach schneller reagieren. Das ist einfach so. Ist mir auch Wurst. Es geht einfach darum, dass ich mich mit den Leuten gut verstanden habe. Na? Und alles. Und ich halt das schade fand, dass sie halt mich komplett vergessen haben in dem Sinne. Nicht, dass jetzt wegen hier und so und das halt einfach gar keiner gefragt hat. Fand ich halt sehr schade. So. Okay. Ja. So. Ich bin physisch echt der richtige Gesprächspartner. Na gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Und wir sehen uns noch raus. Bis dahin, ciao. Tschüss. Ciao.